Und? Die Einspritzpumpe ist hinüber. Nein, das ist auch wieder ein paar hundert, aber so neue kostet. Das Getriebe kommt auch bald daher. Naja, vielleicht treibe ich irgendwo eine Gebrauchte auf. Du, wir machen das jetzt ganz anders. Ich habe heute nachgeträumt, dass dem Leubel sein Pferd den großen Preis von Bayern kriegt. Wir nehmen das ganze Geld, was die Pumpe kosten wird, setzen alles auf Sieg. Und wenn der Feuervogel gewinnt, dann kaufen wir uns einen ganz neuen Traktor. Du mit deinen Träumen. Beim letzten Mal hast du geträumt, dass der Geldbriefträger einen dicken Umschlag bringt. Und, was war drin? Die Klage wegen der nicht bezahlten Grundsteuer. Ja, aber das mit dem dicken Umschlag hat gestimmt, oder nicht? Ja, freilich. Außerdem, diesmal ist es ganz was anderes. Ich bin mir sicher, dass der gewinnt. So einen starken Traum habe ich noch nie gehabt. Außerdem ist eh spät. Es ist kurz nach zwei. Die Rennen haben gerade angefangen. Es ist kurz nach drei, mein Lieber. Hast du die Uhr wieder nicht umgestellt? Wir haben Sommerzeit. Ach so. Aber beim Bobby Lewinsky kann man telefonisch wetten. Uns große Rennen ist erst am Schluss. Den Bobby bitteschön. Mama, das Knödelwasser kocht über. Kümmer du dich drum. Feuervogel, auf Sieg. Nimm! Ja, hallo Bobby, ich bin's, der Hofer. Ja, pass auf, ich möchte beim großen Preis von Bayern eine Wette mitlaufen lassen. Ja. Feuervogel, 300 auf Sieg. Wieso hat der keine Chance? Das Sprunggelenksproblem ist natürlich blöd. Na, Foxy Lady kenne ich nicht. Also gut, wenn das eine absolut zuverlässige Insider-Information ist, dann Foxy Lady auf Sieg. Ja. Die letzten 400 Meter im großen Preis von Bayern und drei Pferde haben die Entscheidung etwas abgesondert. March Munich, Feuervogel an der Außenseite und dazwischen noch Nabai Ostrim. Aber Feuervogel, der kommt da in großer Haltung an der Außenseite, muss von seinem Reiter fast nicht gefangen werden. Feuervogel! Du, ich schau mal nach dem Feuervogel. Ja, geh nur. Der könnte sich ruhig ein bisschen mehr freuen, wenn unser Pferd gewonnen hat. Komm, lass uns mal einen Einsatz abholen. Du hast gewettet? Ja. Wie schaut aus? Der Feuervogel lernt stark. Das Rennen war doch zu viel für das angeschlagene Bein. Zum Preis von Gelsenkirchen sind es noch zwei Wochen. Bis dahin kriegst du den ganz bestimmt wieder fit. Das ist doch Wahnsinn. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du heute ganz besonders bezaubernd aussiehst? Renate, du bist da? Wieso wundert dich das? Fahr schon mal vor. Hast du dir schon gesagt, dass ihr Gastspiel hier beendet ist? Ja. Du hast also immer noch nicht mit ihr gesprochen? Mach ich schon noch. Am besten gleich. Ich lass mich von dir nicht hinhalten. Du weißt ja, was passiert. Ich weiß. Du musst mir ja nicht immer wieder unter die Nase halten. Dann halt dich an die Abmachung. Du gehst schon? Ich hab gedacht, du bleibst noch ein bisschen. Frag doch deine Frau, ob sie nicht Lust hat. Ach, daher weht der Wind. Ich denke, ihr sprecht nicht mehr miteinander. Das ist auch so, im Prinzip. Im Prinzip. Ich verstehe das nicht. Du willst mit mir neu anfangen, dann machst du ständig mit deiner Ex rum. Ich mach nicht mit dir rum. Ich lass mich von dir nicht hinhalten. Und ich lass mich von dir nicht unter Druck setzen. Thank you.
Ja. Ruhig, Max. Warum machst du heute einen Stall? Mei, muss ja nicht sein, dass du immer alles alleine machst. Das ist aber lieb von dir, danke. Eigentlich wollte ich ja gestern noch mit dir feiern, aber du warst ja plötzlich verschwunden. Weißt du, wie hoch die Siegquote vom Feuervogel ist? Nicht schlecht, glaub ich. Was heißt glaub ich? Ja, hallo Hofer. Ja, alles gut, bin schon unterwegs, bis gleich. Ich muss los. Ich möchte jetzt wissen, was los ist. Nix. Aber du kannst den Bobby ausrichten, dass sein zuverlässiger Insider-Tipp ihm die Konzession kosten kann. Oh nein. Das kostet einen Monat Stalldienst. Minimum! Oh. In Rio hat es 30 Grad. In der Caipirinha fließt bereits in Strömen. Sagt diese Internet. Mhm. Das ist sozusagen eine Information aus erster Hand. Die Isabelle ist in Rio daheim. Sie ist gerade vom Strand gekommen. Jetzt geht's in ihre Samba-Schule. Und Sie haben wieder einen Stall ausgemistet. Ja, mei. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Und? Leubel, Ignaz, 45 Jahre. Das war hier der also vom Rennen. Aber mal erst einmal durchschnaufen, ja? Ja, Rennstallbesitzer. Mhm. Meiner Meinung nach sollten Sie sich diesen Anblick ersparen. Der ist von dem Pferd tot getrampelt worden. Das muss völlig panisch gewesen sein. Unfall? Nein. Die Tür von der Pferdebox ist von außen verriegelt worden. Ja, und wann ist das passiert? Ja, so gegen 10 Uhr am Abend. 10.37 Uhr. Tja, das Pferd hat nicht bloß den Leugel gekillt, sondern auch seine Armbanduhr. Wer sind Sie? Der Franz. Macht Dresser. Ist schon gut. Macht das schon. Danke. Also, Sie sind der Pferdewart? Knecht. Knecht. Wer ist mit dem Pferd? Der Leubel ist von einem Pferd totgetrampelt worden. Ah. Wohnen Sie hier? Ah, bin gerade gekommen. Sag einmal, was könnte ein Pferd so erschrecken, dass es sich gegen seinen eigenen Herrn wendet? Meine Pferde sind sensibel. Feuer, schnelle Bewegung. Ein Has. Bloß ein Blatt im Wind. Da braucht sie viel. Und ein lautes Geräusch? Ja. Von einem Knallkörper zum Beispiel? Ja. Obermeier. Ja, Herr Franz, wo waren Sie gestern Abend um 10.37 Uhr? Wenn? Um 10:30. Beim Finstel wird der halbe trinken. Oder zwei, hä? Und wann sind Sie da weg? Kurz vor 11. Somit ist eine strenge Prüfung jeder Dienststelle hinsichtlich Effizienz dringend angezeigt.
So wird angeordnet, dass jeder Dienststellenleiter eine Bilanz der Arbeit der Dienststelle in den letzten 5 Jahren vorzulegen hat. Dieses Papier wird eine wichtige Grundlage für die Entscheidung zur Zusammenlegung kleinerer Dienststellen mit den Übergeordneten sein. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Franz Wetterstein, Minister des Inneren des Freistaates Bayern. Ich hoffe, jedem in dieser Runde ist klar, was das heißt. Wenn wir nicht erstklassige Ergebnisse aufzuweisen haben, dann wird es diese Dienststelle nicht mehr lange geben. Wo sind eigentlich unsere beiden Herren Hauptkommissare? Ich habe ihn gefunden. Er lag in der Box. Es war... furchtbar. Soll ihn der Arzt ein Beruhigungsmittel bringen? Wohnen Sie hier? Nein, mein Pferd steht hier. Ich wollte reiten gehen. Das Fräulein von Allensburg ist ein häufiger Gast hier. Aha. Und wer sind Sie? Ich bin ein guter Freund vom Ignaz. Und vom Fräulein von Allensburg. Susanne war völlig durcheinander. Sie hat mich gleich angerufen. Dr. Meyerhofer. Herr Dr. Meyerhofer, haben Sie als guter Freund eine Idee, wer so einen schrecklichen Mord begangen haben könnte? Überhaupt keine. Mein Freund Ignaz war ein Wohltäter. Der hatte keine Feinde. Also? Ja, Sartori? Was meinen Sie? Wie bitte? Wann haben Sie den Herrn Leubel zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend nach dem Rennen. Es war der Mord, wir sollen sofort ins Büro kommen. Fall ist gelöst. Na, auf die Lösung bin ich gespannt. Ich erst. Fräulein von Allensburg, jetzt einmal gerade raus. Sie haben ein Verhältnis gehabt mit dem Herrn Leubel. Ich weiß nicht, was Sie das angeht. Wissen Sie, wir finden das sowieso raus. Einfacher ist es halt, wenn Sie mir das jetzt selber sagen. Es war mehr als ein Verhältnis. Viel mehr. Er ist beschlagnahmt. Haben Sie einen Elchtest gemacht, Herr Mohr? Unsere Dienststelle wird geschlossen und Sie machen Witze. Was redet denn da? Wegen Uneffizienz. Ineffizienz, denn schon. Unsere Dienststelle wird geschlossen, weil das Innenministerium sparen muss. Ausgenommen sind solche Dienststellen, die einen Nachweis über ihre besondere Ineffizienz bringen. Effizienz meinen Sie jetzt, oder? Ich habe durch eigene Recherchen dazu beigetragen, dass unsere Arbeitsstelle erhalten bleibt. Dieses Fahrzeug habe ich heute in der Früh im Straßenraum gefunden. Und habe es gesichert. Und wo? Das wollte ich jetzt gerade ausführen. An der B472. Das ist ja ganz in der Nähe vom Gutshof, vom Leudel. Aber geh. Da sind Lackspuren drauf. Die sollen sich die Spurensicherung mal anschauen, gell? Die sind doch schon längst benachrichtigt. Aber ich habe was gearbeitet, während die Herren... Herr Mohr, wir haben wichtige Zeugen befragt, ja? Das ist doch der Blödsinn! Der Fall ist doch so gut wie gelöst! Aha. Und wie? Das ist doch klar wie Malzbier. Der Fahrer von dem Wagen hat den Mopedfahrer angefahren und hat dann Fahrerflucht begangen. Deswegen hat er etwas mit dem Mord zu tun und wahrscheinlich ist er sogar der Mörder. Okay, Herr Mohr, die Fakten. Wer ist der Mopedfahrer? Wer ist der Fahrerflüchtige? Die Kollegen sichten noch die Unterlagen. Liegt der Anzeige vor? Nein, mir nicht bekannt. So, und deswegen reißt du uns aus wichtigen Ermittlungen. Nur um uns zu sagen, dass du eigentlich nichts weißt. Bis Mittag liegen die Ergebnisse auf meinem Schreibtisch. Sonst versetze ich die eigenhändig zur Verkehrspolizei. Alles klar. Na, hoffentlich finden wir die Sachen dann auch auf Ihrem Schreibtisch, so wie es da ausschaut. Der Polizeiobermeister Meier. Der Polizeimeister Obermeier hat angerufen, dass dieser Pferdeknecht gestern bis um 11 beim Finsterwirt war. Aha. Frau Stotzl, können wir Kaffee? Nein. Mein monatlicher Beitrag für die Kaffeekasse. Habe ich vergessen, Frau Stockel. Kaffee ist ersatzlos gestrichen. Oh, Frau Stockel, sind Sie nicht so streng mit uns. Ja, das ist nur zu Ihrem Besten. Kaffee ist schädlich. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt. Aber seitdem ich meine Fastenkur mache, sagt mir mein Körper unmissverständlich, dass Kaffee Gift ist. Also, Frau Stockel, Sie fasten und wir kriegen keinen Kaffee. Ja, wir werden alle noch mal fasten müssen. Aber unfreiwillig, wenn nämlich diese Dienststelle geschlossen wird. Wegen mangelnder Ineffizienz. Frau Stockel, bitte. Lagebericht. Bei mir. Sofort.
Mei, war der schlecht drauf. Effizienz, das will ich schon hören, glaubst du das? Und Ihnen ist das alles wurscht. Hauptsache ist, in Rio scheint die Sonne. Der Leubel war seit 21 Jahren verheiratet mit seiner Renate. Aber seit einem halben Jahr hat sie eine neue Adresse. Das heißt, die haben getrennt gelebt? Scheidung war beantragt. Von wem? Von ihm. Boom. 80% aller Morde passieren aus enttäuschter Liebe. Er will seine Frau wegen der jüngeren Geliebten verlassen. Wenn er geht, verliert sie alles. Also beschließt sie, ihn umzubringen. Sie lockt ihn in den Stall, sperrt ihn zu einem Pferd in die Box, wirft den Knallkörper und spricht das Ave Maria. Requiem aeternam. Dann wird ihr klar, was sie angerichtet hat. Sie rennt in Panik zum Wagen, fährt weg, fährt einen Mopedfahrer nieder, begeht Fahrerflucht und versteckt sich zu Hause. Und das haben Sie vom Internet? Das habe ich von hier. Zum Ortstarif? Genau. Bloß, dass ich nicht glaube, dass das die Leubel war. Ich gehe jetzt mit meinem Pferd reiten. Und Sie werden mich nicht dran hindern. Das werden wir ja sehen. Ich lasse mir von Ihnen nichts verbieten. Gehen's nur reiten. Deutlicher können Sie ja gar nicht zeigen, was Sie für meinen Mann empfunden haben. Der Ignaz, der hätte das genauso gewollt, dass die Pferde bewegt werden. Blöde Kuh. Ich lasse mir doch von der nicht unterstellen, dass mir der Ignaz nichts bedeutet hat. Wie geht's denn dem Feuervogel? Sieht schlecht aus. Das wird nichts mehr. Den habt ihr kaputt gemacht. Unsinn. In Gelsenkirchen läuft er wieder. Das hat der Ignaz so gewollt und so wird's auch gemacht. Du spinnst ja, Mädle. Das war Absicht. Die hat die Knallkörper gezündet. Die hat sich gedacht, was schon mal so gut funktioniert hat, das wird auch wieder funktionieren. Ach, Sie meinen, die Renate Leubel hat die... Wer sonst? Dann hat die auch ihren Ehemann umgebracht. Das ist doch offensichtlich. Aber warum? Der Ignaz, der hat bei der Heirat mit ihr Gütertrennung vereinbart. Bei einer Scheidung, da bekommt sie nichts. Aber als Witwe, da ist sie reich. Wahrscheinlich. Nein, nein und dreimal nein. Ich hab den Knallkörper nicht gezündet. Wäre ja schön blöd, wenn ich das vor den Augen der Polizei machen würde. Sie haben uns nicht kommen gehört. Nein, mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Die Allensburg unterstellt mir das, weil sie nicht verbinden kann, dass der Ignaz wieder zu mir zurück wollt. Was? Die Identität von dem Mopedfahrer ist geklärt. Es handelt Herr sich... Moor, wenn Sie noch einmal in der Verhöre einplatzen, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie den Latrinendienst auf dem Oktoberfest kriegen. Haben Sie mich verstanden? Und jetzt raus! Na raus!
Die Ahlensburg hat den Ignaz umgebracht, weil er sie verlassen wollte. Die ist krankhaft eifersüchtig. Die hat ihre ganze Zukunft auf die Beziehung zum Ignaz aufgebaut. Schön und gut, Frau Leubel. Wo waren Sie gestern Abend um 10.37 Uhr? Ich war kegeln mit dem Gesangsverein. Gibt's da Zeugen? Ungefähr 20. Überprüfen Sie das! Aber schnell! Herr Stock, ist der Bericht von der Spurensicherung schon da? Wissen Sie, es ist ein Mopedfahrer. Herr Mohr, ein Verhör ist wie ein Liebesspiel. Da gibt es das Kennenlernen. Da versucht man einzuschätzen, wie lange die zu verhörende Person Widerstand leisten wird. Und dann das Vorspiel. Da versucht man, die zu verhörende Person weich zu kochen. Und dann schließlich den Höhepunkt, der sich idealerweise in einem Geständnis ergießt. Naja, und dann noch Nachspielmotive. Ja, Satori, Sie sind ja ganz schneller. Das hätte man nie von Ihnen gedacht. Ja. Wenn Sie jetzt dann in die entscheidende Situation mal so ein Verhör reinplatzen, dann ist das wie. Wie. Ein Coitus Interruptus? Ja! Schauen Sie, jetzt haben Sie den Hof auch schon angesteckt mit Ihren Schweinereien. Ja. Herr Mohr, wären Sie es bitte so nett und würden diese Alibis für mich überprüfen. Was? Alle 20? Ja, alle 20. Wer ist jetzt dieser Mopedfahrer? Und Sie haben gar nichts gesehen von dem Auto. Kennzeichen, Farbe. Rot, vielleicht. Und warum hast du keine Anzeige gemacht? Du hast Angst gehabt, weil du 10 halbe zu viel gehabt hast, hä? Ja, und der Wagen ist einfach weitergefahren. Ja, und Sie, was haben Sie gemacht? Begriffe. Was? Ich bin zu Fuß gegangen. Kannst du nicht aufpassen, hä? Was, man kennt Sie ganz narrisch? Haben die Pferde nicht schon genug mitgemacht? Lachte Sie, was gestern Abend passiert ist? Der ist aber schnell erfunden, hä? Ja, der hat doch einen Knall. Ich kenn die Art von Frauen. Wenn die einen erstmal im Haken haben, dann lassen sie ihn nicht mehr los. Denken nur an ihren eigenen Vorteil. Das wird zu der Arnsburg passen. Also, wenn die Arnsburg so auf ihren Vorteil bedacht ist, wie Sie sagen, dann hätte sie ja nichts Dümmeres tun können, als den Leubel umzubringen. Und? Die Tat im Affekt ist nie logisch. Na, die hat einen Streit. Also, meinen Sie, hat die Fahrerflucht beim Namen begangen? Ganz genau. Ich weiß nicht, in dem Fall ist der Hund drin. Wenn der Chef nicht bloß so Stress machen will wegen der Dienststelle. Glauben Sie, da ist was dran? Die fetten Jahre sind vorbei. Ab jetzt heißt es sparen. Ach, lass es nur, ich mach das schon. Sie müssen ja sparen. Haben Sie geerbt? Nein, aber ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Naja, und die Siegquote von Feuervogel, die war ja. Sagen Sie bloß, der Bobby Lewinsky hat Ihnen den richtigen Tipp gegeben. Natürlich nicht. Er wollte mich auch zu Foxy Lady überreden. Aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich Vertrauen in die visionären Träume Ihrer Schwester. Danke. Und? Was sagt der Mopedfahrer? Nichts. Was heißt nix? Nix heißt nix, der kann sich an nix erinnern. Ja, aber es gibt's doch nicht. Haben Sie das Alibi von der Leubel überprüft? 18 Mal bestätigt. Dann soll ich die restlichen zwei Zeugen auch noch befragen? Wenn Sie wollen. So, und jetzt langt's.
Nachdem meine Arbeit hier so gering geschätzt wird, habe ich beschlossen, jetzt meinen Jahresurlaub zu nehmen. Und da wird sich die Verwandtschaft in Pfunzenhausen aber freuen. Wer sagt denn, dass ich nach Pfunzenhausen fahre? Das machst du sonst immer. Diesmal fliege ich in die Domrep. Hey, von was können Sie sich denn einen Karibikurlaub leisten? Ja, mei. Ich habe beim großen Preis aufs richtige Pferd gesetzt. Urlaub ist gestrichen, bis wir den Täter gefunden haben. Frau Stockel! Oh, ist okay. Das ist ganz nach vorne. Frau Stockel, ich kann doch die Morning in der Situation. Ich bin am fünften Tag von meiner Fastenkur, da kommt es zu einer emotionalen Krise. Da entleert sich die Seele von all ihren Verdrängen. So. Naja, also Fasten täte Ihnen auch nicht schaden. Entschuldigung. Entlaufene Tiere? Zimmer 214 im zweiten! Danke. Wer hat den großen Preis von Bayern gewonnen? Feuervogel. Richtig. War keine schlechte Quote. Auch richtig. Und ich wäre eigentlich mit dabei gewesen. Bloß gab's da einen, der behauptet hat, dass der Feuervogel Sprunggelenksprobleme hat. Ach, darauf ist er raus. Ja. Was war das wieder für ein Blödsinn, hä? Ich war doch selber völlig überrascht, das kannst du mir glauben. Ich dir was glauben? Du hast mich aufs Kreuz gelegt, das glaube ich. Und das wird ein Nachspiel am Fältchen. Der Gaul hatte Gelenksprobleme. Ich war doch ein paar Tage vor dem Rennen selber draußen. Gut, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ich schwör's. Ja, komm ja schon. Passt es doch auf. Besonders fit sind sie aber heute nicht. Hallo. Na, wie war's in Rio? Isabelle ist jetzt gerade an der Copacabana und trinkt den ersten Caipirinha. Der Leubel war pleite und seine Renate hat für ihn gebürgt. Wo haben Sie das? Aus dem Internet? Aus dem Computer vom Leubel. Jetzt weiß ich auch, warum er wieder zu ihr zurück wollte. Oder musste. Und die Hansburg steht plötzlich mit nichts da. Bist du blöd? Was soll denn das, Herr Mohr? Unser Chef hupft im Karree. Jede halbe Stunde wieder irgendwelche Fortschritte. Deswegen kümmere ich mich jetzt um diese heiße Spur. Was für heiße Spur? Was für heiße Spur? Den Mopedfahrer natürlich. Und? Ich komme gerade von der Spurensicherung. Der Lack auf dem Moped stammt von einem roten Sportwagen japanischen Präparats. Fabrikats. Genau. Die Hansburg fährt so einen Wagen. Ich häng mich an sie dran. Ja, aber bleiben Sie nicht kleben. Ich kümmere mich um den Stallburschen, gell? Was wollen Sie denn von dem? Mal schauen. Zu Einsburg. Zu meinem Wagen. Schaut schlecht aus, hä? Das zahlt sich nie aus, wenn man Pferd gesund spritzt. Ja. Aber im Franz glaubt mir ja nichts. Ich hab's ihm 100 Mal gesagt. Wem? An Herrn Leubel? An Dr. Meierhofer. Gute Herrschaften. Der Herr Inspektor. Ich bin ja nicht beim TÜV. Hauptkommissar, wenn es recht ist. Ja, wissen Sie, dass ich hier bin? Von Ihrer Nachbarin. Darf doch. Haben Sie die Renate Leubel jetzt eigentlich verhaftet? Nein, die Frau Leubel hat ein Alibi. Das glaube ich nicht. Wie schaut es mit Ihrem Alibi aus? Wo waren Sie denn vorgestern Abend? Verdächtigen Sie jetzt mich? Das ist doch absurd. Beantworten Sie einfach meine Frage, ja? Ich war zu Hause. Gibt's da Zeugen? Ich war allein. Vorgestern war doch die Party beim Strosseck. Da habe ich dich doch angerufen. Ich wollte dich einladen, weißt du nicht mehr? Ach so. Das stimmt. Ach, Sie sind jetzt wieder eingefallen? Ja. Wann soll das gewesen sein? Ich war vorher noch im Kino. Das muss so nach 10:30 gewesen sein. Vielleicht sogar genau um 10:37 Uhr. Ja, ungefähr. Zufälle gibt's. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, wir werden es überprüfen.
Das ist reine Routinesache. Bitte schön. Ach, übrigens, sagen Sie mal, wussten Sie, dass der Leubel pleite war? Was? Aber seine Frau hat für seine Schulden gebürgt. Es ist doch schön, wenn man in so einer Situation nicht alleine dasteht. Finden Sie nicht? Schönen Tag nach Fahrensburg. Zuerst schauen Sie zu, wie der Ignaz in sein Verderben rennt. Dann bieten Sie ihm großzügig an, für seine Schulden zu bürgen, aber nur, wenn er zu Ihnen zurückkommt. Ich wollte ihm helfen. Er war immerhin noch mein Mann. Sie wollten ihn zurückkaufen. Jetzt reicht's. Sie haben den Ignaz doch nur aus Geltungssucht genommen. Und wegen seinem Geld. Das stimmt nicht. Hier ist der Beweis. Er hat sie in seiner Lebensversicherung als Begünstigte eingesetzt. Schade nur, dass die Summe zur Deckung seiner Schulden gepfändet wird. Sie gehen leider leer aus. Da haben Sie sich ganz schön verspekuliert. Jetzt doch aus jetzt! Es reicht doch von Arnsburg! Ja, es stimmt. Ich bin noch mal zum Gutshof gefahren und da hat der Ignaz mir gesagt, dass er sich von mir trennt. Wir hatten Streit und er hat mich rausgeworfen, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin vom Gutshof gefahren und da habe ich irgendwas angefahren. Ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Ich konnte nicht schlafen. Die Trennung vom Ignaz und dass ich... Ich bin noch mal zum Gutshof gefahren, da habe ich dann das Moped gesehen. Es lag am Straßenrand, aber kein Mensch war zu sehen. Ich bin dann weitergefahren. Zum Gutshof und da habe ich dann, ich habe dann den Ignaz gefunden. Er sah so schrecklich aus. Warum haben Sie es nicht gleich erzählt? Mir war doch klar, dass ich die Hauptverdächtige sein muss. Das war mir alles einfach zu viel. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Ja, ja. Ich habe ihn wirklich nicht umgebracht. Frau Arnsburg, ich glaube, es ist besser, Sie rufen jetzt den Anwalt an. Sagen Sie mal, wollen Sie mich umbringen? Na, ganz im Gegenteil, Frau Stocke. Sie, Herr Satori, ich faste. Was hat das damit zu tun? Fasten sensibilisiert den Körper. Da ist man ein wenig kälteempfindlich. Da muss man halt ein bisschen aufwärmen. Haben Sie mal die Visitenkarte? Ja, hallo, ich hätte bitte gerne mit dem Herrn von Kappenburg gesprochen. Haben Sie ein neues Parfum? Die vom Freund von der Arnsburg, natürlich. Uhr 42, Schanz. Der Telefonanruf hat wirklich stattgefunden. Und wenn die Arnsburg um 10.42 Uhr in ihrer Wohnung einen Anruf entgegengenommen hat, dann kann sie nicht 5 Minuten vorher im Gutshof vom Leubel gewesen sein. Ja, genau. Ja, ich hab's schon kapiert. Sie hat ihn nicht umgebracht. Guten Tag, die Herren. Wer ist denn nun der Täter? Und ich dachte, Sie hängen an Ihrer Dienststelle. Sag mal,
mal, reicht das Internet auch bis Hongkong? Na, logisch. Das Netz kennt keine Schranken. Zu mir ist gesagt, Urlaub ist gestrichen. Nur vorübergehend. Das habe ich beim Stall gefunden. Ich hab kein Wissen, was das ist. Das ist ein Blutgerinnungshemmer, wenn Ihnen das was sagt. Komisch. Also wir haben herausgefunden, dass es sich bei Ecotypercin um ein Kombinationspräparat aus Schmerz- und Aufputschmitteln handelt, das man nur in Hongkong beziehen kann, weil es hierzulande verboten ist. Was wollen Sie denn damit sagen? Dass Sie den Feuervogel gesund gespritzt haben. Ganz gegen Ihren ärztlichen Eid. Stimmt. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf der Medikamentenschachtel. Ja, können wir das mal angeschaut haben. Angeschaut, ja, ja. Wissen Sie was? Wir führen das Verhör jetzt im Kommissariat fort. Gehen wir. Herr Mayhofer, es geht hier um Mord. Ich kann hier nicht weg. Also entweder Sie reden hier oder wir fahren aufs Präsidium. Also gut. Ich habe dieses Präparat ein paar Mal angewandt. Das gilt in Hongkong als Wundermittel. Und die Nebenwirkungen waren damals noch nicht bekannt. Was hat Ihnen der Leubel dafür versprochen? Ein Drittel des Preisgeldes hätte ich kriegen sollen. Aber bis heute habe ich nichts davon gesehen. Und da haben Sie gedacht, werfe ich einen Knallkörper und lasse den Feuervogel in der West erledigen. Aber das ist doch absurd. Wenn Sie ein bisschen Ahnung von Tieren hätten, wüssten Sie genau, dass man ein Pferd für sein ganzes Leben damit traumatisiert. Herr Dr. Mayhofer, waren Sie am Sonntagabend so kurz nach 10:30? Am Bahnhofskiosk. Ich habe mir Zigaretten geholt. Und das wissen Sie noch so genau? Ja, das weiß ich deswegen so genau, weil ich da meine Uhr umgestellt habe. Auf Sommerzeit. Es muss doch irgendjemanden in diesem Scheißfall geben, der kein Alibi hat. Sie haben doch dem Leubel seinen Computer untersucht. War der schon auf Sommerzeit umgestellt? Nein, der war noch auf Winterzeit. Wieso? Dann hat er seine Armbanduhr auch noch nicht umgestellt. Dir tut niemand mehr weh. Spruch ist versprochen. Dem Leubel waren die Pferde egal. Der hat immer nur ans Geld gedacht, gell? Dass du dir gedacht, so konnte es nicht weitergehen. Du hast den Leubel in den Stall reingelockt. Ich war beim Finsterwirt eine halbe Trinke. Oder zwei. Bis kurz vor 11. Aber der Leubel hat vergessen, seine Uhr auf Sommerzeit umzustellen. Er ist also nicht um 10.37 Uhr, sondern um 11.37 Uhr umgebracht worden. Als Sie vom Finsterwirt weg sind, waren Sie stark betrunken. Sie sind Schlangenlinien gefahren und dabei hat Sie der rote Sportwagen von der Frau Arnsburg gestreift. Und dann hast du dein Moped liegen lassen und bist zu Fuß zum Hof gegangen. Wolltest noch mal nach dem Feuervogel schauen. Und dann hast du den Leubel gesehen. Weil er hat ihn wieder spritzen wollen. Was ich nicht verstehe, ist, dass ein Tierfreund wie du sowas tun kann. Bringst den Feuervogel in Panik, bloß damit du dem Leubel rächen kannst. Du bist doch selber nicht besser wie der Leubel. Ich bin kein Tierschänder. Aber der Leubel, der hat ihn den 14 Tage wieder laufen lassen wollen. Und wie er Spritz auspackt hätte. Aber vorher haben sie die Box noch verriegelt. Denkzettel, Denkzettel, aber das noch nicht. Aber der Feuervogel, der packt es schon. Der weiß ja, wie es meint war. Nachdem es beim Leubel so gut funktioniert hat mit dem Knallkörper, haben sie es bei der Arnsburg gleich noch mal versucht. Ist doch genau gleich wie der Leubel. Kommen Sie jetzt mit uns. Pferd braucht noch ein Futter. Gut, wenn es nicht so lange dauert. Sie haben ihn schon die ganze Zeit auf der Rechnung gehabt, stimmt's? Schon, aber er hat ein Alibi gehabt. Also, dass Sie ihm seine Ehre als Tierfreund gepackt haben, das war nicht schlecht. Ja? Haut ab. Haut ab.
Daher muss ausdrücklich auf die hervorragende Aufklärungsrate, hervorragend mit 2 R, dieser Dienststelle hingewiesen werden. Wir bitten um wohlwollende Prüfung und verbleiben mit freundlichen Grüßen etc. pp. Sie wissen schon. Ja, meine Herren, ich hab's ja gewusst. Auf Sie ist Verlass. Danke. Danke. Ja, Frau Stockel, Ihnen schmeckt's ja wieder sehr schön. Aber sagen Sie mal, übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Es hat schon alles der Richtigkeit. Weil nämlich die Schokolade körpereigenes Morphium freisetzt und das wiederum erzeugt ein Glücksgefühl. Und nur ein glücklicher Mensch ist ein gesunder Mensch. Also, schönen Abend noch, Frau Stockel. Also, bei Ihnen scheint der Zusammenhang zwischen Glücksgefühl und Essen auch nicht so richtig zu funktionieren. Wieso? Sie werden sind immer so grantig. Siehst du eh fast nicht. Mit Ihrer Theorie Mord aus Liebe sind Sie aber grandios gescheitert. Wieso denn? Letztendlich war es doch Mord aus Liebe. Na, Tierliebe ist doch schließlich auch Liebe. Oder etwa nicht?